und rufe auf den Tagesordnungspunkt 79, Aktuelle Stunde, Fraktion DIE LINKE, 203744, wird gemeinsam aufgerufen mit dem Antrag der SPD, Top 57. Es beginnt die Frau Kollegin Sönmez und Aktion DIE LINKE. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, auf die Rede vorhin gehe ich jetzt überhaupt nicht ein. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auf den Unsinn müssen wir nicht eingehen. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, als Anfang letzten Monats die Bilder vom brennenden Flüchtlingslager in Moria um die Welt gingen, war die Bestürzung groß. Doch ehe man sich dann halt versah, hatten Menschen in politischer Verantwortung jegliche Hilfe schon wieder ausgeschlagen, meine Damen und Herren, so auch in Hessen leider. Ministerpräsident Bouffier hat nur einen Tag nach dem Brand ein bundeseinheitliches Vorgehen angemahnt. Die Bundesregierung pocht weiter auf eine gesamteuropäische Lösung. Und während Länder, Bund und die Mitgliedstaaten der EU sich weiterhin weigern, Verantwortung zu übernehmen, sitzen auf Lesbos 13.000 Menschen auf der Straße, meine Damen und Herren. Jetzt heißt es ja nur oft, die EU hätte versagt, was Moria angeht. Ich meine, ich glaube, es ist genau andersrum, meine Damen und Herren. Moria ist der Erfolg der EU. Denn wenn man die Flüchtlingspolitik der EU aus den letzten Jahren betrachtet, dann muss man leider davon ausgehen, dass die EU genau das wollte, meine Damen und Herren. Ich meine, allein die bekannten Menschenrechtsverletzungen an den EU-Außengrenzen aus diesem Jahr, die verdeutlichen doch, dass es letztendlich nur noch um Abwehr um jeden Preis geht, ohne Rücksicht auf Verluste, meine Damen und Herren. Schüsse an der griechisch-türkischen Grenze auf Migranten, gewalttätige Pushbacks auf der Balkanroute, Aufsetzen von Menschen auf dem offenen Meer und eine Frau von der Leyen, die Griechenland als Schild Europas anpreist und fordert, hier die Stellung weiterzuhalten. Was ist denn all dies anderes, als zu Flucht gezwungene Menschen zu verdeutlichen, klar das Signal zu senden, dass sie eben unerwünscht sind, dass sie nicht kommen sollen, meine Damen und Herren. Und das alles, obwohl wir durch Freihandelsabkommen eben ihr Elend erzeugen, obwohl unsere Rüstungsexporte weiterhin Tod und Schrecken über sie bringen, obwohl ihre Lebensgrundlagen weiterhin vernichtet werden durch von deutschem Boden aus gesteuerten Drohnen, meine Damen und Herren. Das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Letzte Woche hat die EU-Kommission ihren Vorschlag für ein neues gemeinsames Asylsystem vorgestellt. Ich meine, wenn Sie die komplette Entrechtung von Geflüchteten und das faktische Ende des individuellen Asylrechts anstreben, dann sind diese Vorschläge genau richtig. Aber wir sagen, das darf auf gar keinen Fall zugelassen werden, meine Damen und Herren. Das ist Menschenverachtung. Doch die Landesregierung, seit Jahren machen Ärzteteams, NGOs auf die dramatischen Zustände auf den griechischen Inseln aufmerksam. Kommunen und Städte haben ihre Bereitschaft erklärt, Menschen aus Seenot und aus den schrecklichen Lagern aufzunehmen. Auch in Hessen hat ein Zusammenschluss von 143 Personen an die Landesregierung unter dem Motto „Wir haben Platz“ appelliert, eben Menschen aufzunehmen. Doch die Landesregierung ignoriert all diese Appelle weiterhin beständig, meine Damen und Herren. Da heißt es immer wieder, man könne nichts tun, man bräuchte ja ein Einverständnis des Bundesinnenministers, und das bekäme man eben leider nicht. Als aber die Bundesländer Berlin, Thüringen eine Bundesratsinitiative gestartet hatten, um die Landesaufnahmeprogramme auch ohne Zustimmung des Bundesinnenministeriums zu ermöglichen, da hat Hessen dieser Initiative eben nicht zugestimmt. Man sehe und staune.
Ich meine, da wird doch deutlich, Ihre Mitleidsbekundungen sind eben nur genau das, meine Damen und Herren, nur Bekundungen. Schall und Rauch, wenn es darum geht, wirklich zu helfen. Hessens Europaministerin, das wurde jetzt hier schon angepriesen, Frau Puttrich hat es ja auch noch einmal deutlich gemacht, die Landesregierung will offenbar gar nicht aufnehmen. Stattdessen beteiligt man sich lieber an der Hetze gegen Flüchtlinge. Nur einen Tag nachdem der Brand ausgebrochen ist, zu unterstellen, dass Flüchtlinge selbst den Brand gelegt hätten, das ist unverantwortlich, meine Damen und Herren. Das ist unverantwortlich. Das geht nicht. Das kann man so nicht machen. Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Die Verantwortlichen für rassistische Gewalttaten hierzulande ausfindig zu machen, das dauert Jahre. Aber die Brandstifter einer Unterkunft mehrere Landesgrenzen entfernt, die kennt man schon am nächsten Tag. Ich meine, das ist schon hervorragend. Letzter Satz, Herr Präsident. Jetzt sollen die Flüchtlinge auch noch in Sippenhaft genommen werden. Es dürfe keiner aufgenommen werden, weil man dann die Gewaltausbrüche belohnen würde. Auch wenn Frau Puttrich das im Europaausschuss da etwas revidiert haben soll, ist es auch nicht weiter relevant, denn der Nächste hat ja gerade weitergemacht. Bundestagsabgeordneter Irmer der CDU verkündete auch, man dürfe niemanden aus Moria aufnehmen und Brandstifter nicht belohnen. Meine Damen und Herren, Frau Kollegin, Sie müssten den modifizierten letzten Satz ein bisschen modifizieren. Herr Präsident, die Schuldigen für die Hölle, meine Damen und Herren, sind nicht die Migranten. Das muss man sich immer wieder verdeutlichen. Die Schuldigen sind die EU-Mitgliedstaaten, denn sie haben diese Hölle geschaffen und verursacht, meine Damen und Herren. Und ich finde, da gibt es überhaupt nichts zu lachen. Meine Damen und Herren, keine Aufregung. Wir haben die Zeit schon im Blick. So ist das. So, wir haben die Zeit schon im Blick. Und ich verbitte mir auch jede Kritik. Jetzt schnauft mal wieder durch, dann geht es weiter. Nächste Wortmeldung ist der Kollege Burko, Aktion Bündnis 90 Die Grünen. Der kommt jetzt ein bisschen schneller vor und da haben wir schon wieder 5 Sekunden. Ja, verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kollegen Sömmers, ich gebe Ihnen recht, Moria war und Moria ist nach wie vor eine Katastrophe und leider Gottes ist es eine Katastrophe mit Ankündigung. Denn nicht erst seit dem Brand ist bekannt, dass die Situation in den Lagern in Griechenland menschenunwürdig ist. Es ist leider nicht nur Moria, aber Moria ist die Spitze des Eisbergs auf unserem Kontinent. In einem Lager, das für 3.000 Personen ausgelegt war, lebten mehr als 13.000 Menschen, und das während einer Pandemie, wo Abstand halten das A und O ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man muss wirklich kein großer Experte sein, um zu erkennen, dass das Irrsinn ist. Auch dürfen für die Tat von ganz wenigen nicht Tausende Unschuldige leiden. Das ist ganz klar, und Leiden tun nach wie vor viele Schutzbedürftige unter den schlimmen Bedingungen auf der Insel, vor allem Kinder, Familien und Kranke. Die Europäische Union bzw. deren Mitgliedstaaten tragen die Verantwortung für diese Situation, denn seit Jahren werden die EU-Staaten am Mittelmeer nämlich nicht genügend unterstützt. Eine faire Verteilung von Schutzsuchenden hat nicht stattgefunden. Eine lang ersehnte Reform wurde zwar nun vorgestellt, der EU-Migrationspakt, aber diese Vorschläge, verehrte Kolleginnen und Kollegen der EU-Kommission, zeigen weder Solidarität mit den Geflüchteten noch mit den betroffenen EU-Außengrenzstaaten. Eigentlich braucht es ein faires Prinzip der Verantwortungsteilung. Schutzsuchende müssen nach der ersten Ankunftsphase schnell und solidarisch auf die Mitgliedstaaten verteilt werden, um dann vor Ort das Asylverfahren durchzuführen. Nur so können menschenrechtliche Standards eingehalten und faire rechtsstaatliche Verfahren garantiert werden. Mit Blick auf die erforderliche schnelle Hilfe auf Moria können wir hier nicht auf die Bereitschaft aller EU-Mitgliedstaaten warten, Geflüchtete aufzunehmen. Deshalb muss die Bundesrepublik Deutschland gerade mit Blick auf die deutsche EU
Ratspräsidentschaft mit einer besonderen Verantwortung vorangehen und die geplante Aufnahme von 408 Familien mit Kindern, also 1.553 Menschen, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt wurden, ist sicher ein richtiger Schritt in diese Richtung, zumal unter ihnen einige mit dabei sein sollen, die unmittelbar von dem Brand auf Moria betroffen waren. Sehr viele Geflüchtete auf Moria benötigen weiterhin schnelle Hilfe. Das ist richtig, Frau Kollegin Sommes. Hier aber das Landesaufnahmeprogramm ins Spiel zu bringen, so wie Sie es in der Vergangenheit ja auch schon einige Male gemacht haben, auch im Ausschuss, ist schlicht und einfach ein Fehler. Eines sollte klar sein, das Landesaufnahmeprogramm muss kommen und es wird auch von der Landesregierung aufgesetzt werden. Aber das Landesaufnahmeprogramm ist eben kein Instrument für eine schnelle und unkomplizierte Hilfe. Und nach den Entscheidungen des Bundesinnenministers muss man auch hinzufügen, das Landesaufnahmeprogramm ist kein Instrument für Personengruppen innerhalb der Europäischen Union. Denn wenn man sich nur ein wenig mit dem Instrument Landesaufnahmeprogramm beschäftigt hat, dann weiß man zum einen, dass nach dem Aufsetzen des Programms die Prozedur, also die Zusammenarbeit mit der Bundesregierung, mit dem UNHCR, mit den jeweiligen Formalitäten in den jeweiligen Ländern vor Ort und einiges mehr, einige Zeit in Anspruch nimmt. Es ist also eben nicht geeignet, unkompliziert und schnell und kurzfristig zu helfen. Zum anderen benötigt auch eine Landesregierung das Okay und die Hilfe der Bundesregierung. Der Bundesinnenminister hat nun einmal die Anträge aus Thüringen und Berlin abgelehnt und begründet, warum er das abgelehnt hat. Das muss man nicht gut finden. Das muss man nicht gut finden. Das tue ich auch nicht, liebe Kollegen Wissler. Aber man muss es in einem Rechtsstaat und in einer Demokratie akzeptieren. Natürlich war es auch für uns eines der ernsthaftesten Optionen, das Landesaufnahmeprogramm für Schutzsuchende auf den griechischen Inseln anzuwenden. Ja, ganz klar. Deshalb haben wir ja auch ganz bewusst auf die Entscheidung des Bundesinnenministers Seehofers gewartet. Aber wenn es rechtlich nicht möglich ist, hilft es keinem einzigen Schutzbedürftigen auf Lesbos oder sonst wo, irgendeine Symbolpolitik hier betreiben zu wollen. Das Landesaufnahmeprogramm wird nun für eine andere Zielgruppe anvisiert werden. Es gibt auch viele Menschen auf unserem Planeten, die eine solche besondere Hilfe benötigen und verdient hätten. In Hessen haben wir bisher unsere humanitäre Verantwortung gestellt. Die Landesregierung hat auch schon mehrmals signalisiert, dass wir in Hessen einen größeren Beitrag leisten wollen. Und auch nach der Katastrophe auf Moria wurde deutlich gemacht, dass Hessen sich an der Aufnahme von Geflüchteten auf Moria beteiligen wird. Wir haben nämlich die Kapazitäten, vor allem die Bereitschaft in Hessen, den Menschen auf Moria zu helfen. Das zeigen die tausenden Menschen auf der Straße und die Ehrenamtlichen Tag für Tag. Jetzt muss die Bundesregierung unsere Hilfsbereitschaft auch annehmen und helfen lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Burko. Das Wort hat der Abgeordnete Lambrou, Vorsitzender der AfD-Fraktion. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Fraktion DIE LINKE geht es mit der Forderung nach einem Landesaufnahmeprogramm darum, dauerhafte Einwanderungsmöglichkeiten direkt nach Hessen zu schaffen. Es handelt sich hier um eine Art Resettlement-Programm, das durch das Land Hessen und die Städte betrieben werden soll. Das Ziel ist die Ansiedlung von Migranten in beträchtlicher Zahl. Nach § 23 Aufenthaltsgesetz ist derzeit die oberste Landesbehörde nur im Einvernehmen mit dem Bundesinnenministerium berechtigt, eine Einreiseerlaubnis zu erteilen. Nach der Bundesratssitzung vom 18. September wird das zum Glück zumindest vorerst auch so bleiben. Dort wurde über den Änderungsentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung von Berlin und Thüringen bezüglich § 23 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz abgestimmt. Der Gesetzentwurf sah vor, die derzeit notwendigerweise einzuholende Erlaubnis des Bundesinnenministeriums durch ein reines Zurkenntnisnehmen zu ersetzen. Also die Etablierung dauerhafter Aufnahmeprogramme von Bundesländern und Gemeinden am Bundesinnenministerium vorbei. Der Gesetzentwurf enthielt zum Glück im Bundesrat keine Mehrheit.
Wir begrüßen, dass sich im Bundesrat auch das Land Hessen, vertreten von Staatsministerin Puttrich, Ministerpräsident Volker Bouffier und Wirtschaftsminister Al-Wazir, dagegen aussprach und es so schaffte, sich gegen DIE LINKE durchzusetzen. Die AfD-Fraktion lehnt die Auflegung eines solchen Landesaufnahmeprogrammes ab. Die Aufnahme einzelner Migranten direkt durch Städte und Bundesländer ist keine Lösung, sondern eine gefährliche Variante. Denn wer legale Einwanderung will, sollte im ersten Schritt zunächst jegliche illegale Einwanderung unterbinden. Das muss oberste Priorität haben. Nachvollziehbare Regeln, die ausnahmslos umgesetzt werden, sind die einzige Möglichkeit, Menschen in Not zu helfen. Flucht hat Gründe, heißt es im Titel der Aktuellen Stunde der Fraktion DIE LINKE. Das ist richtig. Einer dieser Gründe besteht in der vielfältig kommunizierten Überzeugung von Grünen, Linke und Teilen der SPD, sich gegen jede Regulation von Migration nach Deutschland einzusetzen. Diese Überzeugung ist dank Internet und sozialer Medien weit über Deutschlands Grenzen hinaus bekannt und genauso wirkungsvoll wie Merkels Selfies mit Migranten. Es erzeugt eine enorme Sogwirkung und lässt Menschen in armen Ländern glauben, sie könnten einfach nach Deutschland einwandern. Auch darum begeben sich viele Menschen auf die gefährliche Reise übers Mittelmeer. Weil sie wissen, sobald sie einen Fuß auf griechische Inseln setzen, können sie de facto bleiben und nach Deutschland weiterreisen. Lassen Sie uns bitte eines nicht vergessen. Rechtlich gesehen hatten fast alle Migranten, die seit 2015 nach Deutschland kamen, keinen Anspruch, nach Europa einzureisen und damit auch keinen Anspruch auf Asyl. Es ist einzig der moralische Imperialismus von Spitzenfunktionären der CDU, die sich vom linksgrünen Zeitkreis vorantreiben lassen, durch den eine große Menge von Migranten in Hessen angesiedelt werden soll. Dass sich CDU und Grüne im Bundesrat dagegen gestellt haben, ist ein gutes Zeichen. Der Weg zu einer realistischen Politik für die eigene Bevölkerung gewinnt hoffentlich bald wieder die Oberhand. Denn, meine Damen und Herren, der Migrationsdruck könnte schon bald erdrückend werden. Das belegt der Jahresbericht der EU-Asylagentur EASO. Deutschland sei nach wie vor Zielland Nummer eins und die EU-Staaten müssten sich auf immer mehr Asylbewerber einstellen. So der Report. Doch, es gibt Hoffnung. Wir freuen uns, dass auch andere Politiker erkannt haben, dass der Weg, den DIE LINKE beschreiten will, in einem politischen Desaster mündet. Hessen hat in den letzten Jahren bereits erhebliche Summen für die Aufnahme und Integration von Flüchtlingen bereitgestellt. Hessen hat seit dem Beginn der Flüchtlingskrise 2015 mehr Asylbewerber aufgenommen, als es gemäß Königsteiner Schlüssel hätte aufnehmen müssen. Das gilt auch bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Zum Schluss noch aktuelle Zitate vom ehemaligen Bundesparteivorsitzenden von SPD und Linke, Oskar Lafontaine. Es geht ja um eine Aktuelle Stunde der Linke. Auf einer Buchvorstellung von Thilo Sarrazin am Montag in München, bei der auch Peter Gauweiler, CSU, anwesend war, sagte der ehemalige Bundesparteivorsitzende von SPD und später der Linken, einer Sozialrentnerin kann man das nicht erklären, da jedes unbegleitete Flüchtlingskind monatlich 5.000 Euro kostet. Wir wissen aus der Anfrage der AfD, dass es hier in Hessen noch erheblich mehr Geld ist, nämlich etwa 8.400 Euro im Monat. Wenn hunderte Menschen hungerten, sei es nicht sinnvoll, einen von ihnen ins Feinschmeckerlokal einzuladen, wenn man den restlichen Betroffenen nur ein Brot geben könnte. Soweit, meine Damen und Herren, Oskar Lafontaine, ehemaliger Parteivorsitzender der Linken. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lambrou. Das Wort hat der Abg. Ismail Tipi, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, sehr liebe Kolleginnen und Kollegen, zu der Tragödie in Moria, das ist zwar eine menschliche Tragödie, die uns alle tiefen Schmerzen zugerichtet hat. Es war unschön, was wir dort erlebt haben, aber zum Thema. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abermals haben wir in den Aktuellen Stunden das Thema Landesaufnahmeprogramm zur Debatte. Dieses Mal, wie zu Recht, aus einem tatsächlich aktuellen Anlass, dem Brand des Flüchtlingslagers Moria und der damit einhergehenden schrecklichen Lage der Flüchtlinge auf Lesbos. Zu Beginn möchte ich deutlich machen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass mich und ich schätze, liebe Frau Sörmens, und die Bilder uns allen nach diesem Brand,
die sich hierdurch gravierend verschlechterte Lebenssituation der dort untergebrachten Flüchtlinge erschüttert haben. Das war sehr schmerzlich. Denn zu betonen ist hier deutlich, dass die dort herrschenden Lebensbedingungen nicht dem humanitären Anspruch gerecht werden, den wir in der Europäischen Union an uns zurechtstellen. Ebenso darf ich Ihnen versichern, dass gerade für die CDU, die sich einem christlichen Wertebild verschrieben hat, das Leid dieser Menschen nicht gleichgültig ist. Im Gegenteil. Der erste Impuls ist natürlich, die Menschen aus dieser Lage zu erlösen. Der Bund hat daher zugestimmt, 408 Familien mit insgesamt 1.553 Personen nach Deutschland zu holen. Dabei handelt es sich nämlich sämtlich um Personen, die in Griechenland bereits als schutzbedürftig anerkannt waren. Darüber hinaus werden 150 unbegleitete Minderjährige nach Deutschland kommen. Und Sie wissen, davon sind bereits die ersten 51 gestern Mittag in Hannover gelandet. Die Hessische Landesregierung steht hier zu ihrer Verantwortung und hat sofort das Signal an den Bund gegeben, dass Hessen Flüchtlinge aus Moria aufnehmen wird. Und sollte sich eine darüber hinausgehende europäische Lösung finden, so sind wir auch da bereit, uns zu beteiligen. Doch vor der Aufnahme von Flüchtlingen, der ein meist langer Abstimmungsprozess vorausgeht, gilt es vielmehr, schnelle Hilfe vor Ort zu leisten. So hat die CDU geführte Bundesregierung mit Hilfe des DHWs seit dem Brand mittlerweile unter anderem 1.400 Feldbetten, 528 Zelte, 17.560 Schlafsäcke und Isomatten, 2.500 Decken, 10.000 Kochsets und 22 Sanitärcontainer nach Griechenland geschickt. Diese Hilfe wird in der Berichterstattung und von Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Opposition, meist unterschlagen. Doch hilft diese direkt und unmittelbar, die Situation der Menschen vor Ort zu verbessern. Doch zurück zum Aufnahmeprogramm. Hessen wird das Flüchtlingsproblem nicht alleine lösen können und schon gar nicht mit einem Landesaufnahmeprogramm, das ohne Rücksprache mit dem Bund durchgezogen wird. Ein Alleingang ist nicht erfolgsversprechend, wie wir am Beispiel Thüringen gesehen haben. Ein Landesaufnahmeprogramm kann nur zielführend sein, wenn es sich in das Gesamtkonzept der Migrationssteuerung der Bundesregierung einfügt. Hierzu sind umfangreiche Koordinations- und Absprachevorgänge vonnöten, die aber auch Zeit brauchen. Diese müssen und wollen wir uns auch annehmen. Doch auch Deutschland alleine wird das Problem nicht lösen können. Denn es geht bei dieser Debatte ja nicht nur um die 12.000 Flüchtlinge aus dem Lager Moria, sondern um Millionen Menschen, die sich aktuell auf der Flucht befinden. Daher ist es wichtig, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit unserem europäischen Partner nach Lösungen und aber auch Kompromissen zu suchen. Dabei sei auch betont, dass unserer Meinung nach die Aufnahme von Flüchtlingen keine dauerhafte Lösung für das Flüchtlingsproblem sein kann, sondern vielmehr die Bekämpfung der Fluchtursachen vor Ort. Deswegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, müssen wir das Problem an der Wurzel packen, um weltweit solchen menschlichen Tragödien ein Ende zu bereiten. Vielen Dank. Ismail, herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Frank-Thilo Wäsche, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter lieber Kollege Tippi, nein, ich will der Landesregierung auch heute keine Lehrstunde in Nächstenliebe geben, wie Sie nach meiner letzten Rede zum Thema gemutmaßt haben. Ich ringe aber von diesem Pult mit Ihnen um eine Flüchtlingspolitik in Hessen, die konkret wird, die ihre Möglichkeiten nutzt und die endlich handelt. Vor diesem Hintergrund ist die Nachricht von gestern, wenn sie dann stimmt, dass Hessen 200 Flüchtlinge aus dem Lager Moria aufnehmen will, eine gute Nachricht. Ich weiß sie aber auch realistisch einzuordnen. Wenn wir in unserem Antrag
humanitäre Flüchtlingsaufnahme von mindestens 300 Flüchtlingen fordern, dann steht dahinter die Erwartung, dass Hessen deutlich über die Zuweisung nach dem Königsteiner Schlüssel hinausgeht, der, wenn man rechnet, bei 1.553 Flüchtlingen 114 Flüchtlinge nach Hessen bringen würde. Anders gesagt, mit 200 Flüchtlingen sind das dann auch nur 86 mehr, damit man mal realistisch blickt auf das, was Sie anbieten. Ich hoffe, Sie wollen uns das dann nicht als Landesaufnahmeprogramm anbieten, denn diese Zusage ändert nichts daran, dass Sie bisher gemessen an Ihren Ansprüchen mutlos, abwartend und unentschlossen agieren. Sie fokussieren immer wieder neu auf die Schwierigkeiten der Flüchtlingsaufnahme, die durchaus richtig dargestellt ist. Es ist eben ein komplexes Feld, einem Landesaufnahmeprogramm entgegenstehen. In dieser Reihe ist die Äußerung der Staatsministerin Puttrich dann auch zu sehen, wenn sie den Gewaltausbruch in Moria zur Begründung heranziehen will, warum keine Flüchtlinge nach Deutschland und Hessen gebracht werden sollten. Wie schwierig diese politische Bewertung ist, Frau Ministerin, das ist ja auch einem Minister aus der Regierung aufgefallen, wird durch das Wort von der Belohnung deutlich. Das will ich uns mal bewusst machen. Belohnung, die Gewalttäter nicht erfahren dürften. Als würden wir mit der Auflösung eines Lagers mit katastrophalen Lebensbedingungen eine Belohnung gewähren. Als hätte das Feuer nicht schon längst vor der Brandstiftung auf der griechischen Insel gebrannt. Das Feuer einer humanitären Katastrophe mit Überbelegung, mit Mangelversorgung, mit fragwürdigen Asylverfahren und zusätzlich von einer Pandemie bedroht. Das ist doch keine Situation, in der Menschen sich als Belohnung einen besseren Lebensort verdienen müssen oder die Belohnung wieder verspielen könnten. Wo kommen wir mit solchen Verlautbarungen hin, verehrte Frau Ministerin? Das muss ich einfach kritisch anmerken an dieser Stelle. Gefordert wäre doch hier vielmehr eine Politik, die, finde ich, dem eigenen humanitären Anspruch immer wieder neue Wege auftut. Ich darf Ihnen heute dazu mal ein ganz aktuelles Beispiel aus der unmittelbaren Nachbarschaft vorstellen. In Rheinland-Pfalz ist am 23. August ein Brief aus dem Familienministerium, ich glaube grün, am Landkreis, kreisfreie Städte und kommunale Spitzenverbände verschickt worden, um, hören Sie zu, eine überquotale Aufnahme von Flüchtlingen zu organisieren. Für die Jahre 2020 und 2021 soll Berlin eine Aufnahme zugesagt werden, beziehungsweise für zukünftige Aufnahmekontingente, die im Rahmen einer europäischen Lösung gerade verhandelt werden. Dem Schreiben angehängt ist ein Rückmeldebogen, auf dem Städte und Landkreise ihr überquotales Kontingent angeben können, verbunden mit einem Dank für die beeindruckende Hilfsbereitschaft vor Ort. Das nenne ich politische Initiative, das nenne ich planvolles Handeln mit klarer Handschrift, das nenne ich eine klare politische Botschaft. Oder wenn Sie Lösungen suchen zu handeln, warum haben Sie sich nicht vehement für eine intensive Familienzusammenführung, wie sie im Rahmen von Dublin III möglich ist, eingesetzt? In Deutschland sind von 632 Anfragen 532 abgelehnt worden. Das wäre mal eine Bundesratsinitiative wert gewesen, um genau diesen Weg zu ebnen und mit Nachdruck zu fordern, dass Flüchtlinge aus Moria, die verwandtschaftliche Verhältnisse in Hessen haben, den Zuzug ermöglicht bekommen. Das braucht keine neuen Gesetze, das braucht keine neuen europäischen Spielregeln, das braucht nur politischen Willen. Und drittens und am Ende, wenn Sie in dieser Legislatur, warum sind Sie nicht längst aktiv geworden, oder vielleicht sind Sie es, keiner kriegt es mit dem, was man erprobt durchsetzen kann. Statt einseitig den Blick auf das zu fokussieren, was eine Hürde ist, und einseitig auf den Push-Effekt künftigen Zuzugs zu blicken, könnte man auch mal auf das blicken, was man nennt den Druck, der in den afrikanischen Flüchtlingslagern auf Europa entsteht. Wenn wir dem UNHCR behilflich sind, der händeringend Drittstaaten sucht, die bereits anerkannte Flüchtlinge im Rahmen eines Resettlement-Programms aufnimmt, wäre das doch etwas, womit Hessen auch ein deutliches Signal gibt. Sie sind ja in Ihrem Koalitionsvertrag gar nicht auf Griechenland fokussiert. Aber man hört überhaupt nichts von dem, was ein Landesaufnahmeprogramm ist, an welcher Stelle Sie da unterwegs sind und was Sie beabsichtigen. Das wäre ein klassisches Gesetz, das hätte die Zustimmung des Bundesinnenministers. Sie sagen, es kommt. Warten wir, mal sehen, wann es kommt. Was ich also vor dem Hintergrund der kritischen Situation in Lesbos erwarte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist eine Politik, die ihre Möglichkeiten erkennbar ausschöpft, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. Früher oder Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Der letzte Satz, Herr Präsident. Früher oder später fällt es den Menschen auf, wenn das nicht geschieht. Zustimmung bekommt man dann auch.
aber es könnte Zustimmung von der falschen Seite sein. Vielen Dank, Kollege Bischer. Das Wort hat der Abg. Janky Pürsün, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Alle Menschen und so auch wir alle haben eine humanitäre Verpflichtung. Der kommen wir selbstverständlich nach. Daran besteht weder Zweifel noch ist es verhandelbar. Es kann nicht sein, dass wir Zehntausende dafür bestrafen, was 10 Menschen begangen haben. Es gibt keine sippenhaften Demokratien. In Griechenland, wie hier gilt, Unterkünfte zündet man nicht an. Es ist strafbar, gefährlich und verwerflich. Es wäre erfreulich, wenn irgendwann alle Fraktionen solche Straftaten ablehnen. Selbstverständlich wird Menschen in größter Not schnell geholfen. Wenn es die medizinische Versorgung erfordert, kümmern sich zivilisierte Gesellschaften auch darum. Genauso selbstverständlich muss jede Hilfe mit dem betroffenen Staat abgesprochen werden. Insbesondere, wenn wir es mit Demokratien zu tun haben, sind solche Absprachen in der Regel schnell und konstruktiv möglich. Genau das hat im Falle von Griechenland stattgefunden. Ein Landesaufnahmeprogramm scheitert hingegen an § 23 Aufenthaltsgesetz. Der Versuch der Gesetzesänderung von Thüringen und Berlin im Bundesrat hat von den anderen Bundesländern keine Unterstützung erfahren. Es ist angesprochen worden, dass auch Hessen dieses Ansinnen nicht unterstützt hat. Da gibt es eine interessante Symbolik. Der Zufall wollte es. Ich war in dieser Bundesratssitzung der FDP-stellvertretende Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Der Kollege Stamp hat bei dieser Diskussion auch gesprochen. Und die hessische Delegation war bei dieser Diskussion zweimal komplett abwesend. Kein einziger Hesse, 15 Bundesländer waren in der Diskussion die ganze Zeit anwesend. Hessen war zweimal draußen, hat an dieser Diskussion nicht teilgenommen und war abwesend. Ja, das zeigt ja, wie ernst Sie dieses Anliegen Landesaufnahmeprogramm eigentlich zeigen. Es ist kein Unsinn, weil jetzt hier die Frage aufkommt, ob es stimmt. Neben Hessen sitzt ja die Mecklenburg-Vorpommersche Delegation. Da sitzt ja die Mecklenburg-Vorpommersche Delegation und der Innenminister, der ihrer CDU angehört, der hat dann so Handbewegungen gemacht. Das müsste man jetzt mal fotografieren. Die Hessen sind gerade draußen. Es ist insofern auch interessant, als wenn man den grünen Flüchtlingsexperten gelauscht hat, dass man eigentlich gar nicht weiß, die Regierung weiß, was sie mit dem Landesaufnahmeprogramm eigentlich machen will. In der Pressemitteilung steht drin, es ist ungeeignet. Dann heißt es auf einmal, nee, aus der EU kann man keinen aufnehmen. Dann heißt es doch, man will jemanden aufnehmen. Also vielleicht sollten Sie sich da noch einmal genauer Gedanken machen, was Sie eigentlich wollen. Die Hessen hat diese Initiative abgelehnt, denn Flüchtlingspolitik ist Bundespolitik und muss bundeseinheitlich sein. Noch auf der Innenministerkonferenz haben sich alle Bundesländer, also auch Hessen, für die Einheitlichkeit, die der Paragraph verlangt, ausgesprochen. Konsequent und ehrlich wäre es, werte Landesregierung, klar zu sagen, dass der Koalitionsvertrag unerfüllbar ist. Das versprochene Landesaufnahmeprogramm wird es nicht geben, weil die Rechtslage es nicht hergibt. Wir brauchen mehr Konsens für eine europäische Migrationspolitik. Es gibt dazu einen Vorschlag der EU-Kommission. Wir begrüßen das sehr. Gerade die Freien Demokraten in Europa arbeiten aktiv an einer Einigung, die Deutschland und Europa sehr helfen würde. Alle anderen Fraktionen sollten sich daran konstruktiv beteiligen. Dazu brauchen wir in Deutschland ein ordentliches Einwanderungsgesetz, ein Gesetz, das dafür sorgt, dass Menschen mit Perspektive sich erst gar nicht auf Flüchtlingsrouten begeben müssen, dass Menschen nicht jahrelang durch Behörden und Instanzen geführt werden, sondern ein Gesetz, das offen, ehrlich und klare Anforderungen
für die Einwanderung formuliert. Zu einer echten Migrationspolitik gehören das Asylrecht, die Aufnahme von Kriegsflüchtlingen, die Ausweisung, Abschiebung, aber auch ein Einwanderungsgesetz. Daran müssen wir arbeiten, und dazu lade ich Sie alle ein. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Bösing. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will vorab noch einmal feststellen, Hessen leistet seit jeher seinen humanitären Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen, nicht erst seit dem Jahr 2015, dort aber besonders. Und das werden wir auch in Zukunft selbstverständlich tun. Aber, meine Damen und Herren, wir sind als Hessen eingebunden in einen föderalen Staat. Und da gibt es eine klare Aufgabenzuweisung. Und Außenpolitik, Herr Kollege Becher, Außenpolitik ist Aufgabe des Bundes. Und jetzt lassen Sie mich noch einmal ganz kurz überlegen, wer ist denn eigentlich der Außenminister in diesem Lande? Nach meiner Kenntnis ist das ein Sozialdemokrat, Herr Maas. Wollen wir doch mal nicht gemeinsam beklagen, dass ein sozialdemokratischer Außenminister seinen Aufgaben nicht nachkommt, nämlich Außenpolitik zu machen in diesem Lande, meine Damen und Herren. Und deswegen, meine Damen und Herren, wir werden aus dem Lande Hessen heraus keine Nebenaußenpolitik. Wir können auch keine humanitäre Nebenaußenpolitik machen, meine Damen und Herren. Das ändert nichts daran, dass wir unseren humanitären Beitrag auch in Zukunft leisten wollen. Und ja, Herr Kollege Pürsün, es ist richtig. Die Länder sind sich, Herr Kollege Pürsün, wenn Sie mir zuhören wollen, Sie haben mich ja vorhin angesprochen, ganz unmittelbar und konkret. Es ist richtig. Die Innenministerkonferenz hat noch einmal die Regeln festgelegt. Aber Sie bringen dort eben eine Menge durcheinander. Eine Menge durcheinander. Weil die Frage, ob ich aus der EU jemanden in unser Land aufnehme, hängt in der Tat an anderen Sachzusammenhängen, als wenn ich jemanden aufnehme außerhalb der EU. Und das müssten Sie halt einfach einmal begreifen. Dann könnten Sie vielleicht auch verstehen, dass ein Landesaufnahmeprogramm selbstverständlich möglich ist. Nur die Aufnahme aus dem Land Griechenland ist halt eben in der Form, wie Sie sich das wünschen, nun mal nicht möglich, meine Damen und Herren. In einer besonderen Ausnahmesituation, die sich ergeben hat, und ich will noch einmal kurz sagen, Frau Kollegin Puttrich hat vor allen Dingen auch die griechische Position dargestellt. Wenn Sie sich an die Debatte erinnern, dann ging es doch darum, dass die Griechen selbst ein Interesse daran hatten, dass nicht aus dieser Notsituation heraus sozusagen eine Veränderung der Rahmenbedingungen dort vorgenommen wird, weil man große Sorge hatte, dass man eben dort Konsequenzen auslöst, die man eben in Griechenland selbst nicht haben wollte. Und meine Damen und Herren, ich will hier noch einmal deutlich machen, dass wir in dieser Ausnahmesituation den Selbsteintritt nach der Dublin-III-Verordnung, also im Rahmen des EU-Rechts, hier vorgenommen haben. 1553 Flüchtlinge, die aufgenommen werden. Die Hessische Landesregierung hat gegenüber dem Bund erklärt, dass wir 200 selbstverständlich dort aufnehmen. Das ist knapp doppelt so viel, wie wir aufnehmen müssten nach dem Königsteiner Schlüssel. Wir haben damit signalisiert, dass wir eben auch in dieser besonderen Frage auch einen humanitären Beitrag leisten wollen, der über das hinausgeht, was wir eigentlich machen und leisten müssten. Und wir werden ein Landesaufnahmeprogramm machen, wo wir am Ende auch die Chance haben, dass der Bund, der für die Außenpolitik zuständig ist, uns die Genehmigung dafür erteilt, dass wir es machen können. Was nützt uns denn Symbolpolitik, wie Berlin und Thüringen es gemacht haben, die einfach ein Programm vorschlagen und es dem Bund hinklatschen, der dazu schon vorher gesagt hat, dass er es nicht machen wird? Den Menschen ist nicht geholfen, nur der Symbolik. Und das, meine Damen und Herren, finde ich unangemessen, auch in dieser Frage.
Wir werden und wollen ein Programm auflegen, mit dem wir wenigstens ein bisschen Elend sozusagen lindern können, wo wir ein paar Menschen wenigstens helfen können. Das werden wir tun, aber eben in Abstimmung mit dem Bund, der dafür eigentlich zuständig ist, und zwar aus einem einzigen Grund, weil wir weiterhin unsere humanitäre Verantwortung hier in Hessen wahrnehmen wollen und werden. Vielen Dank. Also, meine Damen und Herren, der Minister ist in den 5 Minuten geblieben. Es gibt keine zusätzliche Redezeit in der Aktuellen Stunde. Na, wisst ihr Bescheid. So, damit ist die Aktuelle Stunde behandelt und der Tagesordnungspunkt 57, der Antrag der SPD, war mit aufgerufen.